Hallo, heute eine Spezialausgabe. Doch, kann man schon so sagen. Ich habe gewusst, dass es eines Tages soweit ist. Und jetzt mal sehen, ob es soweit ist. Jedenfalls hat sich ein Herausforderer aus der Industrie gemeldet. Die Firma EAFC. Wir haben gemeint, hey, wir haben ja auch ein Batterieladegerät für Bleisäurebatterie, was die auch wieder auf Originalkapazität bringt. Bitte teste das doch mal, Thorsten. Okay, und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und habe mich dran gemacht. Als Gegenspieler sozusagen dazu habe ich die RMF-Charger-Schaltung genommen, die ich momentan anbiete, die ihr als Bausatz erwerben könnt oder fertig aufgebaut, so wie dieses Modul hier. Der ist hier eingebaut. In dem Gehäuse. Ein Unboxing gibt es später. Und nachdem mir das hier geliefert wurde, bin ich erstmal rumgerannt und habe mir Autobatterien gesucht, die nicht ganz defekt sind, aber die in der Kapazität ein bisschen schwächeln. So, und da habe ich zuerst die beiden Kameraden hier gehabt. Die waren bei 11,6 und 10,8, 10,8 Volt, oder nee, sogar 9,9 Volt, nachdem ich sie bekommen habe. Und die bauchen etwas. Ne, ihr seht, hier drückt langsam ein Bauch raus und ich hätte auf das Zeichen gleich mal achten müssen. Jedenfalls sowohl der EAFC Charger als auch der RMF Charger haben es nicht hinbekommen, die Batterie fit zu bekommen. Er hat sie zwar geladen, ne, er hat so 500 Wattstunden ungefähr reingehauen. Hat auch angezeigt, dass er repariert und alles. Aber nachdem ich die dann habe stehen lassen, ist die Spannung sofort wieder auf 11 Volt runter und damit konnte man natürlich keine Entladung starten. Also mechanisch definitiv kaputt. Der Autohändler meines Vertrauens hatte dann aber doch noch zum Glück die zwei Kandidaten für mich gehabt. Er hat gemeint, die funktionieren noch, aber sind ziemlich schwach auf der Brust, mussten ausgebaut werden. Und ich sollte doch mal testen. So, und das habe ich gemacht. Der YouTube-Kanal Action for Free hat genau so einen Test, damals mit einem C-Tech-Ladegerät, was eine Reparierfunktion angepriesen hatte. Der hat es getestet gegen RMF-Charger, die seine Fans gebastelt hatten. Ne? Und da sah es so aus, dass der selbst der schlechteste RMF noch 10-mal besser regeneriert hat als dieses C-Tech-Ladegerät mit dieser Reparierfunktion. Wen es interessiert, hier Action for Free braucht nur ungefähr 50 Abonnenten, dann hat er wieder seine 1000 Abonnenten und kann wieder professioneller arbeiten. Doch jetzt mal ein bisschen Action. Erstmal zeigen, wie das Ding hier im Betrieb aussieht. Ein Schalter hat es keins. Das startet praktisch sofort, entweder wenn man einen Stecker in die Steckdose steckt oder wenn man praktisch die Kabel an die Batterie nimmt. Mit so einem Wattmeter habe ich dann praktisch die Powerfaktor gemessen einmal und dann auch noch, wie viel Kilowattstunden es mir praktisch in die Batterie gehauen hat, weil es mich auch interessiert hat, wie der Wirkungsgrad praktisch von dem Ladegerät ist. Und wir starten. Momentan eingestellt, ich mache es mal ein bisschen dunkler. Momentan eingestellt haben wir die normale Standardladung. Man könnte auch auf AGM oder Gel-Batterie gehen, wenn man wollte. Ich weiß nicht, was das für einen direkten Unterschied macht. Eine Nassbatterie-Einstellung haben wir auch. Das wäre ja jetzt diese. Eigentlich müsste ich dann auf die Einstellung gehen. Wattbatterie, Motorradbatterien können damit auch geladen werden, also Akkus bis 40 Ampere-Stunden. Und hier ist der Repariermodus. Den sollte man praktisch einschalten, wenn die Batterie extrem hochohmig ist und dann ihr wisst schon, ne? Dieses desulfatiert, ja, desulfatiert die Batterie dann nonstop. Also ich habe dann aber nicht mitbekommen, dass er automatisch dann in den Lademodus übergeht. Ich hatte es bei einer dieser Akkus mal so gehabt, dass ich nur die Reparierladung eingeschalten habe und nach 500, also 500 Wattstunden später, ein paar Stunden später, hat er dann abgeschalten sozusagen, hat die Batterie dann hier wahrscheinlich seine Ladeschlussspannung erreicht, aber wie gesagt, die ist dann trotzdem wieder zurückgefallen.
Hier drüben ist auch noch mal ein kleines grobes Diagramm, was er praktisch tut, wenn er in diesem Normallademodus ist. Da steht in der Anleitung, dass er die ersten fünf, also sobald ich die Anleitung verstehe, wir können da noch mal reingucken, wird echt lustig. Ich glaube, den Leuten helfe ich dann mal ein bisschen bei der Übersetzung. Ja, bei der Normalladung pulst er am Anfang, ne, haut er praktisch seine Spikes drauf, seine Pulse, und dann fährt er die Ampere langsam hoch, bis er dann bei 14,6 Volt. Also bis 14,6 Volt lädt das Teil hier. Da bin ich schon positiv überrascht gewesen, dass es nicht bei 13,8 aufhört oder bei 14,4, so wie die meisten intelligenten Ladegeräte, sondern es haut bei 14,6 Volt immer noch seine 8 oder 10 Ampere rein, je nachdem, was die Batterie halt aufnehmen kann. So richtige Schalter sind auch nicht. Das hier ist mit Touch. Das finde ich auch schön, dass das hier mit einem Fingerabdruck gekennzeichnet ist. Da weiß man intuitiv gleich, wo man hinlangen muss. So, er ist immer noch im Desulfatierungsmodus. Dann müsste er DSF heißen eigentlich. Desulfatierung. Keine Ahnung. Vielleicht ist das die englische Übersetzung. Er muss ja. Muss ja, ist ja alles Englisch hier. Wer weiß, was das dann auf Englisch heißt. Jedenfalls, laut Anleitung desulfatiert er jetzt erstmal wieder. Die Entladung der Akkus wurde dann mit dieser Konstruktion hier vorgenommen. Das ist einmal ein Wattmeter, was direkt am Input praktisch hängt. Und am Output von dem Wattmeter ist hier diese Ladeabschaltung, also für Ladeunterspannungsschutz und Ladeüberspannungsschutz geht diese Platine, und die hat den tollen Namen, wie hieß sie nochmal, XYDJ. Jawohl, XYDJ. Die Platine XYDJ ist aber sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Hierfür kriege ich jetzt auch keine, also die habe ich mir gekauft. Ne? Das ist keine Werbung jetzt für das hier, aber ich mache es halt trotzdem mal so nebenbei, weil ich bis jetzt noch nichts so Vergleichbares auf dem Markt gefunden habe. Und der schaltet mir jetzt praktisch diesen kleinen Wechselrichter hier, und der macht mir 220 Volt und betreibt dann diese zwei Lampen, die um die 15 Watt, 16 Watt ungefähr, 8 Watt pro Lampe haben sie, also 16 Watt am Output hier. Mit dem XY-DJ musste ich mich erstmal ein bisschen anfreunden. Da muss man nämlich jedes Mal, nachdem er hier das neu anschließt, praktisch sein letztes Programm nochmal laden. Und ihr habt es schon gesehen. Halt, UL 13, mal gucken, wenn er wieder zurückgeht. Jetzt geht er wieder zurück, und dann wird jetzt hier 14,9 Volt angezeigt. Ne? Die Spannungsanzeige, da muss man sich rantasten an das Teil. Obwohl der Akku jetzt hier hat er 12,7 Volt, aber in Wirklichkeit ist er, nachdem er voll geladen wurde und einige Zeit stand, bei 12,86 Volt. Das Ding hier stimmt. Und hier ist es so, dass er jetzt 14,9 Volt anzeigt und ich deshalb hier die Ladeabschaltspannung auf 12,1 Volt setzen musste, dass er hier bei 10,5 Volt abschaltet. Ja, konnte mir noch irgendjemand folgen? Ja, jedenfalls hat es dann halbwegs funktioniert, dass er bei 10,5 Volt abschaltet. Und schalten wir mal ein. Lampen leuchten. Er zieht zwischen 1,7 und 1,3 Ampere, pendelt immer ein bisschen hin und her. Und hier drüben seht ihr, dass das so zwischen 20 und 15 Watt, ne, pendelt hin und her, weil der verbraucht ja auch noch mal ein bisschen was. Das sind ja nicht nur die 8 Watt, die hier von den LEDs gezogen werden. Ne? Der hat ja auch noch einige Verluste. So sah dann jedenfalls das Entladesetup aus. Und mit diesem sind folgende Werte rausgekommen: den 60 Ampere-Stunden Akku, das heißt praktisch dieser welche. Den habe ich zuerst mit dem EAFC-Ladegerät geladen. Er hat 670 Wattstunden.
Energie gebraucht sozusagen, bis er abgeschalten hat. Und dann ist mir aber ein kleiner Fauxpas passiert, und zwar, wo ich entladen habe, habe ich die XY-DJ-Schaltung praktisch nicht nochmal in den Programmmodus gesetzt, nachdem ich es eingeschaltet habe. Ich habe gedacht, es war gespeichert. Und dann hat er praktisch erst abgeschalten, wenn der hier abschaltet, und der schaltet ungefähr bei 0,9 oder 9,5 Volt ab. Jedenfalls, nachdem ich wiederkam, war der Akku dann noch bei ganzen 9,9 Volt gewesen. Und ich hatte schon echt Angst gehabt, dass ich den damit kaputt gemacht habe. Jedenfalls hat er bis dahin dann 34 Amperestunden rausgezogen, was für eine relativ defekte 60 Amperestunden Batterie schon eine ganz schöne Hausnummer ist fürs erste Mal regenerieren. Dann ist er mit REMF-Charger geladen worden. Und hier seht ihr es schon, 910 Wattstunden habe ich gebraucht. Also der hat ein Drittel mehr Energie reingehauen, oder was heißt reingehauen, also jedenfalls vom Netz mehr gezogen, der REMF-Charger. Und hat dann nur in Anführungszeichen 32,8 Amperestunden aus der Batterie rausbekommen. Das sind 1,2 Amperestunden weniger als hier. Aber, jetzt kommt das Aber, hier habe ich die Ladeabschaltung eingeschalten. Hier hat er wirklich bei 10,5 Volt abgeschalten, nicht erst bei 9,9. Also ich vermute jetzt mal, blöde Vermutungen, dass er auch auf seine 34 Amperestunden gekommen wäre, hätte ich bis 9,9 entladen, aber ich will den Akku ja noch benutzen. Und deshalb hat mir das hier erstmal als Referenz gereicht, damit es mir zeigt, dass dieses Ladegerät genauso gut ist wie dieses Ladegerät. So Pi mal Daumen jedenfalls. Wir haben ja nämlich noch einen Akku, und hier habe ich ja angefangen, zuerst mit dem EAFC-Ladegerät zu laden. Also den habe ich zuerst mit dem geladen, und den Akku, der kleine 44 Amperestunden Akku, der ist das erste Mal mit der REMF-Charger-Schaltung geladen worden. Und das sah es jetzt praktisch so aus, dass er 450 Wattstunden mit dem REMF-Charger Energie gezogen hat, damit sie voll war, damit sie bei 14,9 Volt war. Ich habe es immer nur bis 14,9 geladen. Ich hätte es auch bis 15 Volt laden können, aber gegen Ende hat er nur noch so 300 oder 400 Milliamperestunden reingehauen. Ich habe gedacht, das macht das Kraut da nicht fett. Wir wollen ja hier nur einen groben Überblick haben. Also ich hätte vielleicht noch ein bisschen rauskitzeln können. Jedenfalls hat er dann nach dem ersten Laden mit dem REMF-Charger 13,8 Amperestunden rausgehauen. Und dann habe ich mit dem EAFC das zweite Mal geladen. Das hat nur 330 Wattstunden gebraucht, ehe er gesagt hat, dass es voll ist. Und mit ihm konnte ich dann 13,2 Amperestunden rausziehen, also 600 Milliamperestunden weniger als mit dem REMF-Charger. Von daher, also hier hat der REMF-Charger praktisch ganz knapp die Nase vorn gehabt, und hier höchstwahrscheinlich der EAFC. Zumindest in der Liga, was die Effektivität betrifft von der Energie, die wir aus dem Netz gezogen haben. Da habe ich beim REMF-Charger, wenn ich ehrlich bin, etwas mehr erwartet. Da habe ich schon gedacht, also wenn ich eine Chance habe, ihn zu schlagen, dann ist es irgendwie über die Energie, die er aus dem Netz zieht. Weil wir können ja hier mal auf den Power-Faktor gucken. Powerfaktor 0,58. Also, dieses Ladegerät hat einen Powerfaktor von 0,58. Ja, also 60% Wirkungsgrad ungefähr. Und trotzdem hat es mir den Akku immer mit weniger Energie vollgehauen als der REMF-Charge. So, jetzt gucken wir nochmal, was es hier macht. Ah, aus dem Desulfatierungsmodus ist es jetzt rausgegangen, und jetzt hat es die Ampere schon auf knapp 10 Ampere hochgeschraubt. Ja, das erkennt dann wahrscheinlich irgendwie einen Spannungsabfall. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen, dass er dann praktisch immer die richtigen Ampere reinhaut, die die Batterie aufnehmen kann. Und jo, von daher gut gemacht. Da wollen wir wenigstens noch mal etwas auf den REMF-Charger eingehen. Den habe ich jetzt mal an so eine kaputte Batterie gehangen. Ne? Zum Demonstrieren reicht es erstmal.
Weil ich wollte euch ja eigentlich nur den Power-Faktor zeigen. So, und der wäre jetzt hier 0,72. Ne, von daher habe ich schon gedacht, dass der RMF-Charger etwas effektiver ist. Aber naja, immerhin kann man also schon sagen, es ist soweit. Ihr könnt jetzt ein fertiges Ladegerät fix und fertig für den ganz annehmbaren Preis, also ich will jetzt mal nichts verraten, ihr könnt ja hier unten mal auf den Link klicken, also mich hat es echt umgehauen, was für das Ding verlangt wird. Ja, dass ihr so ein Ding jetzt einfach kaufen könnt und habt genauso was Zuverlässiges wie ein RMF-Charger. Natürlich kann man sich so ein Ding aber auch immer noch selber basteln, wenn man möchte. Na? So. Die Monopolstellung damit ist jetzt jedenfalls erstmal vorbei. Aber ich denke mal, den Bastelfreaks wird das keinen Abbruch tun. Und ja, hier seht ihr mal das Innenleben davon. Das ist jetzt einer mit so einem ganz speziellen Netztrafo aus einem Bose Soundsystem. Die haben so einen richtig schönen gewickelten Flachkern. Sowas habe ich ganz selten gesehen. Billon-Transformator heißen die Dinger irgendwie. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich hier jetzt an Input noch einen richtigen Kondi ranhauen würde, dass ich da mit dem Powerfaktor noch höher kommen würde. Aber auch so schon gar nicht mal so verkehrt. Hier drüben habt ihr nochmal die RMF-Charger-Schaltung. Ja, so wie es sie dann in irgendeinem Ladegerät eurer Wahl, was ihr euch selber basteln könnt, dann dahin platzieren könnt, wo ihr es möchtet. Das jedenfalls nochmal als Bestätigung, dass der RMF-Charger genauso gut funktioniert wie dieses Ladegerät und andersrum. Und dann wollen wir aber nochmal kurz in die Bedienungsanleitung von dem hier reingucken. Hätte ich es vielleicht mal nicht gemacht, aber ich habe schon ganz schön schmunzeln müssen, weil das scheint wieder hier so eine direkt automatische Übersetzung zu sein, wo mehr Lustiges zustande kommt, als dass ich da aufgeklärt werde. Hier steht zum Beispiel beim Stundenmodus geeignet für gewöhnliche Lithium-Acid-Batterien. Nach dem Start des Bildschirms tritt die DFS in die Desulfurisationsstufe ein und wechselt nach ca. 5 Minuten automatisch in den Ladezustand. Der Bildschirm zeigt den Strom, die Spannung und die alternative Temperaturessenz an. Das ist ein krasses Deutsch, finde ich. So, RGM-Gel-Batterie geeignet für Starterbatterien wie RGM-Gel oder EFB. Nach dem Start werden der Strom, die Spannung und die Temperatur abwechselnd angezeigt. Das Laden wird aufgeladen. Full anzuzeigen und stoppt den Ausgang, um die Überlastung zu verhindern. Soweit alles klar, oder? So, die Motorcycle-Einstellung ist geeignet für gewöhnliche Bleisäurebatterien mit nicht mehr als 40 Ampere-Stunden und Wartungsbatterie. Der Bildschirm zeigt Strom, Spannung und Temperatur an. Das ist ja mal halbwegs klar. So, bei Wattbatterien. Adequado para la carga de batería. Also hier, das ist komisches Deutsch, muss ich sagen. Und Repariermodus ist auch ganz interessant. So geeignet für das Problem, dass der Akku, der nicht normal geladen werden kann. In diesem Modus zeigt der Bildschirm während des Reparaturprozesses nur Puls-Kit-Batterie an, wenn schweres Erhitzen sofort gestoppt werden sollte. Der Grund für die Reparatur des Fiebers ist hauptsächlich auf die schwere Vulkanisierung der Batterie oder auf den Mangel an Batterie zurückzuführen. Die neue Batterie muss ersetzt werden. Okay, das macht er dann praktisch im Reparaturmodus. Alles klar. So, hier haben wir nochmal die Bildschirmanzeige. Und, oh ja, das ist auch interessant, die Fehlerbehebung. Fehlerbehebung, häufiges Problem. Das klingt doch gut. So, was haben wir denn hier so Schönes? Die Batterie ist niedrig, wird jedoch beim Laden voll aufgeladen. Full. Ja, was ist da? Gut, also der Grund, die Spannung der Batterie
die lange Zeit gefüttert, vulkanisiert oder untätig ist, ist zu niedrig. Da der interne Widerstand der Batterie zu groß ist oder die Kapazität der Batterie reduziert ist, wird der Vollspannungswert während des Ladens sofort angezeigt und kann nicht aufgeladen werden, sodass er vollständig angezeigt wird. Lösung: Drücken Sie die Taste Modus dreimal nach dem Einschalten, geben Sie den Reparaturmodus ein und versuchen Sie, die Ladung zum Aktivieren des Akkus zu reparieren. Ah, okay, so. Also, soweit ich das kapiere, wollte ich hier beschreiben, dass die Batterie sehr hochohmig ist. Und, na klar, wenn sie sehr hochohmig ist, dann erreicht es sofort die Ladeschlussspannung. Das meint ihr bestimmt hier mit dem Vollspannungswert. Also, das hier heißt, das mal bitte durch Ladeschlussspannung ersetzen, Kollegen aus China. So, Ladeschlussspannung. Ja, na klar, und dann muss er in Repariermodus und muss ein paar Mal gepulst werden. Okay, das verstehe ich so. Die angeschlossene Batterie zeigt die Spannung an. Das ist ein Problem. Okay, was muss man denn da machen? So, Grund. Dies liegt daran, dass das Ladegerät keine Haupteingaben hat. Lösung: Überprüfen Sie, ob die Steckdose elektrisch ist und versuchen Sie, sie zu ersetzen. Okay. Die Wechselstromversorgung wird eingeschaltet und der Batterie-LCD-Bildschirm blinkt. Grund: Die Batterie hat überhaupt keine Leistung und das Ladegerät kann den Akku nicht erkennen. Hey, das ist ja mal richtig gutes Deutsch, Leute. Das verstehe ich. Lösung: Versuchen Sie, parallel zu einer geladenen Batterie aufzuladen oder ersetzen Sie die Batterie. Ach so, also sollst also praktisch dann, okay, eine andere Batterie parallel dazu schalten und die dann laden, dann, na klar, wenn sie dann geladen wird, kann man die andere wieder wegnehmen. Das ist ja eine coole Lösung. So. Der letzte Grund ist echt zum Feiern. So. Viertes Problem. Unzufrieden, für lange Zeit unzufrieden. Grund: Die Batterie wird immer aufgrund von Vulkanisierung, Stromversorgungsmittel, Wassermangel aufgeladen oder der Off-Cell-Spannungswert ist geringer als die Vollspannung. Und diese Art von Batterie kann nach dem Laden heiß sein. Kennt ihr das Problem? Okay, die Lösung hierfür wäre: Wenn es heiß ist, hören Sie auf. Wenn es sich um eine Wasserbatterie handelt, prüfen Sie, ob die Batterie nicht flüssig ist. Okay, das ist die Anleitung dazu. Interessant. Also ich kann jetzt schon mal sagen, Leute, gute Arbeit. Ich bin hin und her gerissen zwischen Freude und so ein kleines bisschen, nee, enttäuscht bin ich wirklich nicht, weil ich wollte eigentlich schon so, dass es endlich hier dann landet, ne, dass es alle wissen und dass ich keine Monopolstellung hier aufbaue. Ne, von daher ist das Etappenziel hier jetzt jedenfalls erreicht damit und ich kann mich neuen Aufgaben widmen. Vielen lieben Dank, EAFC. Ja, die Galaxie EA, da muss ich schon wieder an den Erhard Landmann denken. Die Galaxie EA hat zugeschlagen mit einem Fast Charger. Was heißt die Abkürzung eigentlich? Muss ich da nochmal gucken. Das waren jetzt die Lorbeeren dafür. Jetzt gibt's mal noch ein paar ganz, ganz kleine Mankos. Nobody's perfect. Aber es heißt ja nur, das, was gefehlt hat. Mehr heißt es ja nicht. Also, mir würde hier noch irgendwie gefallen, wenn man auch Li-Fi-Pus damit laden könnte. Ne? Die ist auch angegeben mit einer Ladespannung von 14,2 bis 14,6 Volt. Was ja eigentlich voll passen würde, wenn der hier mit 14,6 Volt arbeitet. Aber wenn ich jetzt dieses Ladegerät an den Akku hänge, dann verweigert einer von beiden in Dienst. Ich weiß nicht, ob es die Elektronik von dem hier ist, aber ich glaube eher, das ist die Elektronik, die da irgendwie einen Innenwiderstand erkennt und mitbekommt, dass es keine Bleisäure- oder Bleigel-Batterie sein kann und deshalb immer wieder neu startet sozusagen. Also das klappt hier leider nicht. Man muss es ja schon irgendwo zugeben, dass solche Bleibatterien schon ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ihr habt es ja gesehen, wenn die nach
einiger Zeit dann noch bei der Hälfte der Kapazität sind. Also aus der 60-Ampere-Stunden-Batterie kann ich noch so 34-Ampere-Stunden rausziehen und aus der 40-Ampere-Stunden noch so um die 13, 14, 15-Ampere-Stunden. Dürfte eventuell jetzt immer besser werden, wenn ich die öfters lade und entlade. Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist ja die Kapazität auch begrenzt über die Oberfläche der Platten, die hier drin sind. Und wenn die Platten halt immer dünner und dünner geworden sind und dann irgendwie langsam hier runtergebröselt sind, dann ist halt nichts mehr mit mehr Kapazität. Ne? Dann ist halt irgendwann Sense. Und von daher haben solche Akkus schon ihre Daseinsberechtigung jetzt. Auch wenn es einige sagen, ja bösartig, dass es kleine Wasserstoffbomben sind. Aber na gut, komm, wenn wir jetzt schon 100 Jahre es überlebt haben, mit Dingern draußen rumzufahren, wo Benzin getankt wird, dann werden wir das ja auch noch überleben. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Sponsor dieses Videos. Also erster Sponsor ist dieses Ladegerät. Also was heißt gesponsert? Ich habe die Dinger bekommen. Ne? Geld ist da keins geflossen. Aber immerhin. Ja, der ist praktisch der zweite Unterstützer. Die Firma, heißt es Fatrer? Ich bin mir nicht so sicher. Das Alphabet hier kenne ich noch nicht so richtig. Fatrer Lifepu Akkus. Ja. Ganze 11 Kilo wiegt das Ding. Also nichts im Vergleich, wenn ich die hier rumschleppen müsste. Da wiegt allein der 44 Ampere Stunden Akku hier mehr als dieses Teil. Und von daher bietet sich das für mich jetzt wunderbar an, dass ich im Winter zwischen meiner Wohnung und der Gartenhütte hin und her fahren kann. Und wenn da in der Gartenhütte ein bisschen was gefehlt hat an Ladung, kann ich es mir hier zu Hause holen. Vorausgesetzt, ich kriege da irgendwie Ladung rein. So, und da kommen wir jetzt zum Problem. Ich habe zwar die Batterie geliefert bekommen, mit einer schönen, auch sehr detaillierten und diesmal ziemlich deutschen Anleitung. Allerdings steht da explizit drin, dass hierfür spezielle Lifepus Ladegeräte genommen werden sollten oder ein anderes Ladegerät, was eben bis maximal 14,6 Volt kommt. Da kam wieder der RMF Charger ins Spiel. Zum Glück, da war ich wieder froh gewesen, dass ich ihn habe. Und den habe ich dann einfach an ein normales, so stinknormales Bleisäure-Batterieladegerät gehangen. Bis 6 Ampere. Und nachdem wir einen Stecker reingesteckt haben, sieht man schon, dass es hier von den 6 Ampere ungefähr noch ein Drittel reinhaut. Also um die 2 Ampere. Na, ist ja irgendwie logisch. Durch den RMF-Charger. Und ich kann jetzt zumindest meine Batterie zu Hause mit dem Netz so mit 2 bis 3 Ampere ungefähr laden. Je nachdem, wie leer sie ist. Die ist jetzt so 3 Viertel voll ungefähr. Und dann nimmt sie jetzt noch ungefähr 2 Ampere auf. Allerdings ist das noch nicht ganz optimal. Ihr seht, man kommt damit maximal auf eine Spannung von 13,3 Volt. Habe ich jetzt im Leerlauf angeschlossen. Na, ich meine, die sind ja so ungefähr eingestellt bis 14,4 Volt. Sollten es ungefähr 14,4, 14,6 Volt. Und wenn dann der Spannungsabfall über den RMF-Charger noch dazu kommt, dann kommen hier am Output halt nur noch 13 Volt raus. So war es auch bei dem Teil gewesen hier. Da war original in dem Bose Wave Soundsystem in Trafo drin gewesen mit 2x 5,8 Volt Wicklungen drauf. Und da musste ich mir praktisch auf jede Spule noch ein bisschen extra Draht drauf wickeln, dass ich auf die nötige Mehrspannung komme, dass er hier ungefähr um die 16 bis 17 Volt im Leerlauf dann raushaut. So ungefähr sollte das auch gehandhabt werden, wenn ihr euch dann selber einen RMF-Charger bastelt. Ja, hier für den Lifepu-Akku würden dann 14, 15 Volt ungefähr reichen. Da muss man nicht auf 17 Volt ungefähr hoch. Aber 14 bis 15 Volt sollte das hier schon bringen. Ansonsten scheint das schon gar nicht ein so verkehrtes Ding zu sein. Bis jetzt, so was ich davon mitbekommen habe. Also er macht seine Sache, so wie es draufsteht. Die 100 Ampere Stunden sind drin. Man kann ihn mit maximal 100 Ampere Ladestrom laden und man kann ihn mit maximal 100
Ampere entladen. Und hier ein Energie, seht das, ne, die 12,8 mal die 100 Amperestunden sind die 1280 Wattstunden. Also über 1 kW sind hier drin, was man benutzen kann. Falls man den Akku jetzt irgendwie outdoor hat und es Winter wird, gibt es ja das Problem, dass die LiFePO-Akkus unter 0 Grad keine Ladung mehr aufnehmen wollen. Und da hat sich die Firma hier eine Niedertemperatur-Ladung-Selbsterhitzung ausgedacht, die sie mit eingebaut haben. Und in der Anleitung steht, die geht dann los, wenn ihr mit einem Ladestrom von mehr als 10 Ampere praktisch in den Akku reingeht. Dann wird hier drin praktisch eine Heizung eingeschalten, was euren Akku auf Temperatur bringt und dann kann er die Ladung aufnehmen. So, das werde ich jetzt in meiner Gartenhütte wahrscheinlich so schnell nicht erreichen. Da habe ich zu tun, dass ich im Winter bei bewölktem Himmel so 2-3 Ampere ungefähr reinkriege. Na, mal schauen. Den muss ich dann wahrscheinlich irgendwie anders dann erhitzen. Die Bedienungsanleitung ist hier mal ein bisschen dicker ausgefallen. Auch ziemlich hochwertig, so wie ich das sehe, mit bunten Hochglanzseiten und ein richtig gutes Deutsch, muss ich sagen. Ihr könnt es ja sehen, dass hier ein einzigartiges BMS, Batteriemanagementsystem, eingebaut ist, was die Batterie vor Überladung, Tiefentladung, Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss schützen kann. Also hier steht, sie kann sie schützen. Komme ich jetzt gleich nochmal darauf. Also bei Temperaturen über 75 Grad wird sie abgeschalten, bei Spannungen über 15 Volt schaltet das BMS ab und bei Spannungen unterhalb von 8,8 Volt schaltet das BMS angeblich auch ab. So, und ich sage deshalb angeblich, weil ich die Batterie habe laufen lassen an... Das war dieses Teil gewesen. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich. Hey, das wundert mich jetzt aber. Also an der Batterie, also die Batterie habe ich damit laufen lassen und habe darauf vertraut, dass es BMS abschaltet. So, und dann kam ich dann nach einiger Zeit wieder und war ganz schockiert gewesen, weil die Batterie laut Multimeter bei 6,6 Volt gewesen ist. Da habe ich gedacht, hä? Eigentlich müsste ja hier das BMS nach 8,8 Volt abschalten und der hier schaltet normalerweise, wenn keine Ampere mehr geliefert werden, auch so bei 9 Volt ab. Aber das kann jetzt natürlich für Bleisäurebatterien gelten, die so bei 9 Volt oder bei 10 Volt überhaupt keine Ampere mehr liefern. Das heißt, der kann vielleicht, wenn der genug Ampere kriegt, dann auch unterhalb noch von 9 Volt laufen und die Batterie dann richtig leer ziehen. Jedenfalls hat mein Multimeter dann nur noch 6,6 Volt angezeigt bei der hier. Und da habe ich mich schon extrem gewundert, weil ja hier das BMS eigentlich bei 8,8 Volt abschalten sollte. Ja, aber vielleicht steht auch hier, das kann sie vor Überladung schützen. Also darauf würde ich nicht hundertprozentig vertrauen. Ne? Wie hat mir neulich jemand geschrieben, das sind so zusätzliche Schutzeinrichtungen, die sollten aber nicht als zum Dauerbetrieb, zum Abschalten genommen werden. So, jedenfalls hat jetzt der Schutz hier nicht so richtig funktioniert. Könnte auch sein, dass er bei 8,8 Volt abgeschalten hat und hier ein interner Kondensator dann das ganze System noch auf 6,6 Volt gehalten hat. Ich wäre da mal wirklich froh über eine Erklärung vom Hersteller. Vielleicht könnt ihr ja mal einen Kommentar hier drunter setzen, warum das bei mir dann trotzdem 6,6 Volt angezeigt hat. Aber wahrscheinlich ist das trotzdem normal, weil hier wird nämlich auch, gibt es einen Artikel drüber, dass sich wie man die Batterie wieder hochkriegt, wenn die Spannung zu niedrig sein sollte. Ne? Hier, wenn das BMS die Batterie zum Schutz abschaltet, müssen wir die Batterie für 30 Minuten zur Seite legen und dann stellt sich der Akku angeblich automatisch wieder auf seine normale Spannung ein, sodass man aufladen kann. Und falls das nicht passiert, geben sie ja auch noch Tipps, wie man das trotzdem hinkriegt. Das ist cool. Also entweder man verwendet das Ladegerät mit 0 Volt Ladefunktion. Es gibt wohl Ladegeräte zu kaufen, die das können. Oder die Idee hier, die finde ich echt toll hier. Man soll eine andere 12 Volt Lithium-Batterie parallel dazu anschließen, dass die Spannung wieder hochkommt. Das finde ich echt ein toller Trick, dass das hier mit drin steht.
ganz offiziell fetzt. Und noch einen krassen Gimmick hat sie, und zwar hier die Reichweite der drahtlosen Verbindung. Nicht mehr als 10 Meter von der Batterie entfernt. Also, wenn man jetzt mit irgendeinem Handy im Umkreis von so bis zu 10 Meter von der Batterie ist, kann man mit einer App auf dem Handy sich ja anzeigen lassen, was die Batterie macht. Mal sehen, ob ich das App-Programm dann noch installiere. Ich brauche da noch ein bisschen mehr Vertrauen, bevor ich da anfange, solche potenziellen Wasserstoffbomben mit dem Internet zu verbinden. So, wen es nochmal interessiert, hier sind noch die Lade- und Entladungskurven zu dem Teil. Dürfte eigentlich normaler Standard sein. Ne, bis zu 8000 Zyklen wird hier angegeben, wenn man so bei 30% entlädt und lädt. Und das ist doch schon eine ganz schöne Nummer. 8000 mal laden und entladen. Guti. Gucken wir mal, ob ich die App zum Laufen kriege hier. So. Das hier wäre die App. Xia Xiang Electric. Ich habe sie bei mir installiert, wollte starten, aber ich sehe es irgendwie in der jetzigen Zeit nicht so richtig ein, warum ihr auf meinen Standort von dem Gerät zugreifen wollt. Also wieso ihr wissen wollt, wo meine Batterie steht. Ja? Da bin ich mal noch etwas vorsichtig, wenn es um solche Kandidaten geht und ich die Elektrik hier drin nicht ganz so sehr verstehe. Ne, seid mir jetzt nicht böse, ich rechne gern immer mit dem Worst Case, mit dem schlimmsten anzunehmenden Szenario, und dadurch ich hier in einer Gegend wohne, wo auch andere Leute wohnen, kann ich für die nicht die Verantwortung in die Hand nehmen, dass das dann immer so funktioniert, wenn da jemand den Standort von der Batterie hier weiß, sozusagen. Ne, seid mir nicht böse, aber erklärt mir mal bitte, warum das unbedingt sein muss, dass ihr per GPS hier auf den Standort diesen Akkus zugreifen müsst, um die Funktion zu gewährleisten. Ne? Ich meine, müssen ja andere Bluetooth-Geräte auch nicht. Trotz alledem, vielen, vielen Dank, dass ich den Akku testen durfte. Ne, viel konnte ich damit jetzt noch nicht machen. Ich konnte bestätigen, dass die 100 Ampere-Stunden drin sind, dass er nur 11 Kilo wiegt, was mich urigst freut. Und Langzeittest werde ich dann ab und zu mal ein Video hochladen dazu, falls irgendwas Spezielles damit sein sollte. So, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal was. Und ja, die ganzen Links zu den ganzen Produkten, die ihr hier so findet, die sind wie immer im Infoteil zu finden. Alles klar, lasst es euch gut gehen. Bis bald.